Oh, ich liebe diesen Song. Is it too late now to say sorry? But I know that I let you down. Yeah. Willkommen bei Jamie Rosen. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder Quiz Time. Ja, ihr Lieben, es ist schon länger her, seitdem hier ein Quiz auf diesem Kanal online kam. Ich habe hier so eine Playlist, Challenges und Quizze, vielleicht kennt ihr die. Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit. Ich habe heute so einen richtig schlechten Tag, um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie voll verschnupft bin. Corona hit the money ist immer noch im Haus. Ja, also wer von euch gerade auch hier am Rumschniefen und Schneuzen ist, ich fühle mit euch. Und ich dachte, was kann diesen Tag vielleicht noch ein bisschen aufmuntern? Ein Quiz. Und deshalb hoffe ich, dass ihr jetzt Lust habt, mit mir zusammen das heutige Quiz anzutreten. Ihr könnt nämlich natürlich wieder mitraten. Die heutige Challenge besteht darin, den Song zu beenden. Das heißt, wir werden ein paar Sekunden von einem zufällig ausgewählten Song hören und dann stoppt die Musik und wir müssen den Song zu Ende singen. Das heißt, wir müssen hoffentlich die Lyrics, die Songtexte im Kopf haben. Seht es mir nach, wenn meine Stimme sich einfach noch extrem krächzend und komisch anhört. Aber ich ziehe es jetzt hier trotzdem mit euch durch. Umso lustiger wird es wahrscheinlich. Und ich würde sagen, let's go! Übrigens könnt ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben, wie viele ihr richtig hattet. Dann am Ende, ich bin sehr gespannt. Finish the lyrics. Also die Songs sind von 2010 bis 2020. Okay. Nummer 1. Ganz kurz mal. Wow, wow, wow. Wie sieht denn Ariana Grande mit Haare offen aus? Das ist krass. Man sieht sie irgendwie immer nur mit ihrem Ponytail, mit ihrem hohen Zopf, aber mit Haare offen sieht auch sehr gut aus. Aber ich finde, der Zopf steht ihr wirklich tausendmal besser. Nur mal so am Rande. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. Aber war ja klar, dass es irgendwie mit Ariana Grande losgeht. Verstanden, wie es gemeint ist. Wir müssen also den Song einfach zu Ende singen, sobald die Musik stoppt. Geil! Finde ich cool. Coole Challenge. Vor allen Dingen mit dem Englisch ist natürlich immer lustig, dass man da dann irgendeine Fantasiesprache spricht am Ende. Aber mal sehen, ich bin gespannt. Lass uns zum nächsten übergehen. Ed Sheeran, Shape of You. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Girl, you know I want your love. Yeah. Your love was handmade for somebody like me. Yay! Woo! Okay, krass. Ich hoffe, ihr habt es an dieser Stelle auch richtig gehabt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr jetzt die ersten beiden schon mal richtig hattet. Aber es ist auf jeden Fall lustig, wie man den Song eigentlich nie bewusst gelernt hat, jetzt extra auswendig gelernt hat, aber einfach dadurch, dass diese Songs so oft im Radio rauf und runter liefen, hat man das schon so im Unterbewusstsein drin. Es wurde dann so richtig eingehämmert, dass man es jetzt irgendwie konnte. Ja, krass. Cool. Weiter geht's, Leute. Nummer 3. Ich bin gespannt. Bad Guy von Billie Eilish. Voll falsche Tonlage. Was? Ja, okay. Ich wusste ja nicht, dass diese Stelle jetzt kommt. Ich dachte, jetzt kommt die Stelle, die... Leider kein Punkt. Aber ich hoffe, ihr habt's gewusst. Next thing hier. Girls Like You. Was ist das nochmal für ein Song? Oh nein. Girls Like Us. Das. Scheiße. Keine Ahnung. Das Girls ist like you, Girls Like You auch noch. Like ja. Okay. Oh Mann, oh Mann.
Ist schon schwierig, muss ich sagen. Weil ja, man hat so ein bisschen den Sound der Worte im Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass da irgendwie jetzt so Girls Like irgendwas kommt. Aber man hat jetzt nicht die ganz genauen Worte unbedingt so in seinem Gedächtnis. Aber ja. Gut, hat gut begonnen, wird immer schlechter jetzt hier. Okay, nächstes Ding. Raw. I got the eye of the tiger, fire, dancing through the fire. Das war voll fein. The eye of the tiger, fire, dancing through the fire. Ja, okay, fast. Oh mein Gott, Leute, wie schwer ist das? Und jetzt wisst ihr, was ich meine. Man hat immer so den Sound des Wortes im Kopf. Irgendwas mit fire, fire. Aber das ganz genaue Wort hat man nicht. Okay, ja gut. Ich finde diese Challenge mega interessant, sehr spannend. Lass uns einfach weitermachen. Reden wir gar nicht über diesen nicht verdienten Punkt. Weiter geht's. Ich liebe diesen Song. Is it too late now to say sorry? But I know that I let you down. It's too late to say I'm sorry now. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Okay, war auch wieder nicht ganz gerade gesungen. Es tut mir leid mit meiner Schnupfnase hier, aber bei Justin Bieber, da muss man einfach laut mitsingen. Da geht gar nichts anderes. Wake Me Up. Was ist das? Oh Gott, wie alt ist das Lied auch schon wieder, Leute? Kennt ihr das noch? So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. So wake me up when it's all over. Ey, ganz schön tief. Call Me Maybe, wow, das war auch ein Hit. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, da 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 look good, na 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 na. Hey, so call me maybe, wow. Right. Ja gut, den letzten Satz hatte ich jetzt nicht mehr drauf. Aber ganz kurz, Leute, bei diesem Song hatte ich mein Abitur. Das war 2014, habe ich diesen Song gehört. Und da hatten wir so ein Special bei uns in der Schule, dass wir einfach verschiedene Klassen in verschiedenen Fächern unterrichten durften. Und eine Freundin und ich haben den Musikunterricht von einer Klasse übernommen. Und dann habe ich einfach so ein paar Lieder auf den Stick gezogen, unter anderem dieses Lied hier. Habe das ganz laut im Klassenraum angemacht und habe gesagt, kommt Leute, wir singen jetzt hier alle Karaoke zu und sind dann da rumgesprungen und haben da rumgesungen. Es war auf jeden Fall sehr cool. Und das verbinde ich jetzt immer mit diesem Song Call Me Maybe 2014. Abi, weiter geht's. We're flying up no ceiling when we in the zone. I got that sunshine in my pocket and a good tone in the beat. Oh, got that sunshine in my pocket. Okay, got that good song in my feet. In my beat. Oh mein Gott, warum singt man einfach immer irgendwas, obwohl man den Song nicht richtig weiß? Okay. Ey. Ey. Harlan, darling, dun-dun-dun, Mississippi. Jackson. Good girl, straight masterpiece. Styling, styling, wildin', living it up in the city. In the city, was? Ich hab immer Mississippi verstanden. Irgendwas mit Mississippi. Perfect, von Ed Sheeran, nächstes Ding. You were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. We were just kids when we fell in love, not knowing what. Yay! Okay, Leute, ich fand diese Challenge sehr, sehr cool. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Kommentiert unbedingt mal, wie viele ihr richtig hattet. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Challenge und ich hätte richtig Lust auf ein Part 2 dazu. Wenn ihr das auch so seht, dann helft ihr mir riesig damit, wenn ihr diesem Video jetzt einen Daumen nach oben da lasst, kommentiert und diesen Kanal abonniert. Und natürlich möchte ich noch jemanden grüßen. Ich grüße die liebe Roblox Suchti. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Vergleich zum Anfang des Videos um 100% besser gelaunt. Was Musik so mit einem machen kann, das ist immer wieder Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Mua. Eure Jamie Roseanne.